schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Podcast Erfolgreich glücklich sein. Hier sind Christina und Walter und Thoralf und eine ganze Gruppe voller wunderbarer Menschen hier auf den Inspirationstagen. Und wir sind von Herz über Kopf deinem Podcast, der dich unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und wir haben Thoralf, der eine ganz spannende Frage heute hat, die wir gerne versuchen zu beantworten. Kannst du einfach mal erzählen, was dir passiert ist oder was dich beschäftigt? Ja. Also passiert ist mir Folgendes. Vor ungefähr 4 Wochen bin ich wieder mal in Berlin gewesen und auf dem S-Bahn-Bahnsteig Südkreuz wartete ich auf die S-Bahn und da stand ein junger Mann und eine junge Frau mit einem circa 6 Jahre alten kleinen Mädchen. Und dieses kleine Mädchen versuchte immer irgendwie an der Mutter und wollte immer die Mutter, irgendwie versuchte sie immer Kontakt zu der Mutter zu bekommen. Die Mutter unterhielt sich aber mehr oder weniger mit dem jungen Vater und das Kind ließ aber nicht nach. Und ich stand da so und wartete und mit einmal macht der Vater, gab ihr eine Schelle, dem kleinen Mädchen, mit der verkehrten Hand auf die Wange. Und zuerst war ich ziemlich verdattert und dachte, Moment mal, hat er das jetzt wirklich gemacht? Und ich wusste erst mal in den ersten 10 Sekunden überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Da ich aber aus meiner Erfahrung, aus meiner Kindheitserfahrung weiß, was Gewalt bedeutet, emotionale Gewalt, aber eben auch physische Gewalt durch beide Elternteile, aber hauptsächlich durch auch den Vater. Und dieses Kind hat überhaupt nichts gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es einen Grund dafür geben könnte, ein Kind in irgendeiner Form mit einer Ohrfeige zu bestrafen oder so. Das will ich gar nicht. Aber es hat, also manchmal hat man ja so diese Kinder auch, wo man sagt, Mann, jetzt der nervt ja wirklich. Aber dieses Mädchen hat überhaupt nichts gemacht. Und dann bin ich hin und dann, das hat, aber durch meine eigene Erfahrung kam das so hoch, in kürzester Zeit, innerhalb von 10 Sekunden, war ich so voller Wut auf diese Aktion, dass ich dann hingegangen bin und habe gesagt, hast du jetzt wirklich dein Kind geschlagen? Hab ich das jetzt richtig gesehen? Ja, kümmere dich mal um deinen Scheiß. Was willst du? Geh. Ich sage, nein, sage ich. Ich kümmere mich nicht um meinen Scheiß. Sag ich, du hast dein Kind geschlagen. Das ist physische Gewalt gegenüber einem kleinen Kind, das nichts getan, gar nichts. Das einfach nur die Aufmerksamkeit seiner Eltern wollte. Das hat mich so aufgeregt. Ich war so wütend und ich sagte, nein, sag ich, das lasse ich nicht einfach zu. Dagegen wehre ich mich. Und dann fing die Frau, die junge Mutter, dann an, auch auf mich ein. Das geht dich überhaupt nichts an. Was wollen Sie überhaupt? Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß und so weiter und nahm dann den Mann in Schutz. Nicht das Kind, sondern sie nahm den Vater in Schutz. Die Handlungsweise des Vaters. Da wurde ich noch wütender. Ich musste mich so zusammenreißen, dass ich da nicht ausfällig werde. Und dann sagt sie, dann holen wir hier die Polizei. Und dann sage ich, Polizei? Das ist eigentlich eine gute Idee. Eigentlich müsste man die Polizei holen. Weil das ist Gewalt. Mhm. Und das ist verboten. Das ist eine Straftat. Mhm. Und was ist deine Frage jetzt? Und meine Frage war, oder ist in dem Moment, ich konnte mich nicht wirklich ich hatte keinen Bezug irgendwo, was kann ich tun? Mhm. Hätte ich tatsächlich die Polizei rufen müssen oder anrufen müssen oder wie hätte ich reagiert? Ich wusste nicht, wie ich adäquat reagieren kann auf diese Situation. Was kann ich tun in diesem Moment? Weil dieses Kind kann sich nicht wehren. Aber wir Erwachsene, wir können was da, aber was? Was kann man wirklich in so einer Situation tun? Es waren noch andere rumrum, die weggeschaut haben oder die sich dann nicht dafür interessiert haben, die sich nicht einlassen wollten. Aber ich konnte das einfach nicht. Und wie gesagt, ich war so enttäuscht und so wütend und das kam alles wieder hoch aus meiner Kindheit und so. Und ich wusste wirklich nicht, was ist jetzt richtig. Gut. Thoralf, danke, dass du diese Geschichte erzählst und auch was sie beschäftigt. Und ich glaube, Christina hat selber ihre Erfahrung mit körperlicher Gewalt in der Kindheit auch. Ich finde das spannend, weil jeder, der jetzt zuhört, kann wirklich mal schauen, was macht das mit mir? Und was hätte das
mit mir gemacht, wenn ich es erlebt hätte? Und wie hätte ich reagiert? Und ich bin ganz sicher, jeder Einzelne, der gerade zuhört, hätte anders reagiert. Ganz unterschiedlich. Der eine hätte vielleicht tatsächlich gedacht, okay, da hat sie jetzt halt eine Ohrfeige kassiert, gut, ist jetzt blöd und wäre weitergegangen. Oder hätte vielleicht auch gefühlt, was es mit ihm selbst macht. Und wenn wir so stark reagieren auf eine Situation, dann dürfen wir tatsächlich das allererste, was wir dann tun dürfen, glaube ich, immer wieder, ist bei mir selber schauen. Das heißt also, und das hat Thoralf ja auch gemacht, ich darf gucken, wieso triggert mich das jetzt so sehr? Keine Frage, dass wir achtsam sein dürfen in solchen Situationen, wenn Unrecht geschieht. Ich finde das auch gut, wenn wir da wirklich unser Herz so weit offen haben, dass wir nicht alles geschehen und schalten und walten lassen, sondern dass wir auch Verantwortung übernehmen, wenn wir das Gefühl haben, jetzt geschieht gerade Unrecht, dass wir auch mal eingreifen. Ich finde das gut, dass wir nicht alle nur vor unserer eigenen Haustüre kehren und alles andere ist uns egal. Ich finde das wichtig, dass wir auch füreinander da sind. Und dennoch war mein Gefühl jetzt gerade hier, dass tatsächlich sehr viel Eigenes mitschwang. Das Ganze also so übergekocht ist in Thoralf, weil er ein eigenes Thema darin entdecken kann. Und das hat er ja auch entdeckt. Er sagt, meine Eltern waren auch sehr gewalttätig. Zueinander, miteinander, zu mir. Und ich habe mich schon damals ohnmächtig gefühlt. Und ich glaube, dass oftmals eine ganz alte Ohnmacht in dem Moment hochkommt. Und dann schaue ich zuerst mal bei mir. Das heißt, wenn mich etwas sehr, sehr, sehr beschäftigt, ich etwas mitbekomme, was in mir ein ganz intensives Gefühl auslöst, dann schaue ich erst mal, was ist denn das für ein Gefühl? Und er hat es ja auch schön benannt. Er hat gesagt, da war Ohnmacht, da war Wut, da war auch Trauer. Da war auch so das Gefühl, ich kriege mich gar nicht artikuliert. Ich kann das jetzt gar nicht irgendwie ändern. Ohnmacht, ganz tiefe Ohnmacht. Und in dem Moment, wo ich merke, dass es was mit meiner Geschichte zu tun hat, würde ich dann erstmal atmen, durchatmen und würde gucken, dass ich nochmal schaue, dass ich dieses kleine Kind, das ich mal war, vielleicht diesen Schutz gebraucht hätte. Weil deshalb ist er ja auch so schön in Aktion gegangen. Er hat gespürt, da braucht jemand Schutz. Aber wer hat wirklich Schutz gebraucht? In diesem Moment vielleicht sogar. Sehr wahrscheinlich sein eigener kleiner Thoralf. Den hätte er in diesem Moment zuallererst mal in den Arm nehmen können und hätte ihm all die Liebe und Aufmerksamkeit schenken können. All das, was er damals nicht bekommen hat, weil vielleicht war die Situation genau für ihn. Genau auch für den Kleinen, damit er jetzt nochmal das bekommt, was er damals von seinen Eltern nicht bekommen hat. Den hätte ich erstmal zu mir genommen, hätte ihm ganz viel Liebe geschenkt. Und die soziale Verantwortung, die wir haben, auch für unser Umfeld, das ist ungenommen. Das heißt, wenn ein Kind geschlagen wird, würde jeder von uns sagen, stopp. Aber es könnte sein, dass du in der Situation vielleicht sogar, ich will nicht sagen überreagierst, aber dass da eine handfeste Keilerei draus hätte werden können. Und das kommt mir auch rüber bei der Energie, die du reingehst, dass das Ganze vielleicht sogar eskaliert wäre und für dieses Kind sicher nicht besser geworden wäre, sondern eher traumatisierend wird. Es geht also darum, dass wir keinen Stellvertreterkrieg führen mit unserem Umfeld. Und ich glaube, grundsätzliche Reaktionsmuster können wir gar nicht steuern, wie zum Beispiel Angriff, Flucht oder Erstarren. Genau so würden Menschen auf dieses Ereignis reagieren. Wegschauen, also Flucht, Erstarren, ich kann nichts tun. Und Angriff. Und sowas ist ganz tief im Stammhirn verankert. Und es ist nicht eins besser als das andere. Es ist ein tierisches, sag ich mal, ein ganz urnatürliches Muster, das im Stammhirn sitzt. Und wir haben das alle schon mal bei uns entdeckt. Und jeder kennt vielleicht sogar sein Muster. Und Angriff ist nicht besser als Flucht, sondern es ist etwas, was intuitiv passiert. Aber um dieser Situation wirklich rational oder ohne diese unglaubliche Resonanz zu begegnen, nicht einen Stellvertreterkrieg zu führen, mit Männern, die ihre Kinder schlagen, ist den Mann, dem du vielleicht aus dem Erwachsenen-Ich schon verziehen hast, aber aus deinem inneren Kind heraus vielleicht noch ganz tiefe Vorwürfe und Resonanz hast, nämlich deinem Vater, dass es um den geht. Dass es letztendlich darum geht, dass du deinen Vater wirklich ganz intensiv noch einmal aus diesen Kinderaugen anschaust. Und was hätte der kleine Thoralf noch zu sagen, diesem Vater? Was hätte dieser Thoralf noch zu sagen zu der Mutter, die den Vater noch angestachelt hat, wie du es mir vorhin erzählt hast. Das heißt, es geht letztendlich darum, diesem inneren Kind Frieden zu schaffen, weil diese oberflächliche Erwachsene, ich verzeih meinem Vater, merkt man genau in diesen Situationen, ob es wirklich wahr ist. Weil da ging dir das Messer in der Tasche auf und ich sag mal, wäre da eins zum anderen gekommen, dann wäre es vielleicht auch wirklich in einer Keilerei ausgeartet. Es hätte niemand was gebracht und du hättest gegen deinen Vater gekämpft in dieser Situation. Und ich glaube, darum geht es, dass wir verstehen, dass diese Stellvertreterkriege, da werden ganze Kriege geführt. Und zwar wirklich Kriege. Und die sind in der ganzen Geschichte immer geführt worden, weil
jemand anders dafür herhalten musste für ein inneres Trauma. Friedrich der Große, der von seinem Vater gequält wurde und. Es gibt so viele Beispiele darin, dass dieser Stellvertreterkampf ganz oft eben andere Menschen trifft, obwohl sie sich nicht richtig verhalten. Und ich glaube, eine wichtige Reaktion, oder weil du fragtest, was kann ich denn tun oder was ist sinnvoll zu tun, ist zu sagen, stopp. Aber gleichzeitig zu spüren, wo bin ich gerade? Bin ich gerade in diesem Kind, das jetzt gleich losschlägt? Oder komme ich zurück in diesen Erwachsenen, der dieses Kind schützt? Oder schützt du gerade dein eigenes inneres Kind? Dann hat es mit diesem Kind gar nichts mehr zu tun. Verstehst du, wie ich meine? Also da geht es genau diese Nuance rauszuspüren, wann versuche ich eigentlich mich zu schützen und nehme das Kind als Auslöser, um mich zu schützen, endlich. Und vielleicht könnte eine mögliche Reaktion sein, ganz klar zu sagen, stopp, was passiert dir gerade? Ich habe gerade gesehen, du hast dein Kind geschlagen. Und damit zu rechnen, dass natürlich Emotionen hochkommen auf beiden Seiten. Aber ich werde das nicht zulassen, wenn sie in der Öffentlichkeit ihr Kind schlagen. Und vielleicht hätte sogar geholfen, wenn du ihm gesagt hättest, weißt du, ich will dir nur mal sagen, was es mit mir macht, wenn ich sowas sehe. Ich bin als Kind geschlagen worden, das hat mich tief traumatisiert und ich merke gerade so eine Wut und ich weiß, diese Wut hat mit meinem Vater zu tun. Ich will dir einfach nur sagen, wenn du dein Kind schlägst, musst du einen Menschen erziehen, der diese Wut auf dich haben wird irgendwann und vielleicht weitergibt. Weil genauso funktioniert die Welt. Dann hättest du vielleicht mehr Verständnis geerntet, als wenn du in diese Konfrontation gehst. Eine klare Abgrenzung, aber dann wirklich über dich zu sprechen, wie es dir geht. Ich glaube, das könnte ein ganz interessante Wendung nehmen. Ich glaube, das hilft sehr viel. Ich habe das mal gemacht, als ich von einem 16-Jährigen in Thailand umgefahren wurde mit dem Moped. Der hat einfach eine Tagträumerei gehabt, hat nicht geschaut, hat mich umgefahren, mich mitten auf die Fahrbahn geschleudert. Also wenn ein Lastwagen oder ein anderes Auto entgegengekommen wäre, wäre es das gewesen für mich in dem Moment. Das Moped war natürlich total kaputt und ich war überall offen, also wirklich voller Wunden. Und der Vater kam an den Ort und hat angefangen, dem Sohn zu suggerieren, er solle jetzt lügen. Denn in Thailand ist es tatsächlich so, dass Recht und Unrecht ist da immer so ein bisschen, also ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber meistens sind es dann die Touristen, die irgendetwas verbrochen haben. So, also es wurde dann vom Vater angeleitet, das jetzt so hinzudrehen, dass ich diejenige war, die den Unfall verursacht hat und ich war es tatsächlich nicht. Also es war tatsächlich der Junge. Und mich hat das so schockiert. Auch aufgrund meiner eigenen Geschichte. Und es war mir auch bewusst in dem Moment, ich komme aus einer Familie, die nie wirklich ehrlich waren und die immer nach außen hin so getan haben, als ob. Und ich war darüber mir klar, dass jetzt diese Situation wirklich für mich auch so schön sichtbar ist, dass der Vater jetzt dem Sohn sagt, du tust jetzt so, als wäre die das gewesen, damit wir hier rauskommen aus der Situation. Und ich habe einfach nur vor ihm gestanden, fassungslos und mein Herz geöffnet und ihm das gezeigt, was das mit mir macht. Ich habe ihm gesagt, ist das wirklich Ihr Ernst? Auf Englisch, und er konnte gut Englisch, dass Sie das jetzt Ihrem Sohn mitgeben. Wollen Sie das wirklich Ihrem Sohn jetzt zeigen, wie das jetzt hier so zu laufen hat? Damit er lernt, dass Unehrlichkeit in dem Moment an den Tag gelegt werden muss. Dass wir nicht darauf achten, was wirklich gewesen ist. Dass wir lügen und betrügen, um uns so jetzt hier vermeintlich aus der ganzen Situation zu bringen. Ist das das, was Sie ihm mitgeben wollen? Und das habe ich ihn unter Tränen gefragt, weil ich war natürlich, dadurch, dass ich die Situation aus meiner Familie so kannte, wirklich involviert. Ich konnte es nicht fassen, ehrlich gesagt. Ich stand da und dachte, das ist das, was der seinem Kind mitgibt. Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Und so habe ich das auch gesagt. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Und dann hat er kurz geschluckt und hat innegehalten. Und dann hat er sich zu seinem Sohn gedreht und hat gesagt, okay, sag die Wahrheit. Und der Polizist hat das alles mitbekommen, der war ja schon am Unfallort und hat dann auch gesagt, okay, dann wissen wir jetzt, was wirklich war. Aber ich glaube, es war für alle Beteiligten sehr wichtig, auch für mich. Weil ich habe das erste Mal gemerkt, dass ich eine Stimme habe. Ich habe eine Stimme und es kommt darauf an, wie setze ich sie ein? Setze ich sie ein, indem ich in so einen Kampfmodus gehe und dem anderen das um die Ohren haue? Oder öffne ich mein Herz und spreche das aus, was jetzt tief in mir drin ist und sage ihm, wie sich das für mich anfühlt? Es hat sich einfach so unrecht angefühlt. Ich konnte das verstehen, es ging um Geld, ne, und die haben nicht so viel Geld. Ich wusste, was da los ist. Und ich habe das auch alles gesagt. Aber es war mir wichtig, dass er weiß, was er gerade auch seinem Kind beibringt und was das für Folgen hat. Und das hat er verstanden. Und wir sind alle aus der Situation gegangen und es hat ein gutes Ende genommen, weil ich nicht darauf bestanden habe, dass die jetzt mein Moped bezahlen, weil das hätte die vielleicht in finanziellen Ruin gebracht. Mir war nur wichtig, dass er seinem Sohn was anderes weitergibt. Und so können wir das machen, wenn wir uns bewusst sind, warum wir auch so doll reagieren. Das sind wir wieder beim Spiegelgesetz, von dem wir ja schon so oft erzählt haben. Also alles, was dir so begegnet in deinem Leben, hat was mit dir zu tun. Du hast es nicht umsonst erlebt. Und du kannst gucken, was ist das, woran mich das jetzt gerade erinnert? Das ist so eine Frage, die du stellen kannst. An was erinnert mich das? Woher kenne ich das? Welche Gefühle löst das in mir aus?
Und wie kann ich jetzt zum Beispiel auch anders reagieren, als ich es damals konnte? Als Kind konnte ich mich nicht wehren, aber als Erwachsene kann ich meine Stimme erheben. Und es war für mich sehr heilsam. Und vielleicht ist es beim nächsten Mal eine Möglichkeit, dann anders zu reagieren. Da gehe ich von aus und das hoffe ich auch sehr stark, dass mich eben so, weil das so plötzlich kam, also man ist ja auf sowas überhaupt nicht gefasst. Man erlebt manchmal Dinge, wie gesagt, ich bin gerade aus Norwegen gekommen und bin da rum und war noch was essen und alles war gut. Ich war relaxed, entspannt und dann kommst du da runter und ja, jetzt fährst du. Und dann springt das Stammhirn an, genau, wenn sowas kommt. Dann auf einmal so eine Situation, wo du erstmal, und dann, das war alles, was davor war, war plötzlich weg. Also das zählte alles gar nicht mehr. Aber das ist dieser Überlebensmodus, in dem man so kommt, das ist der Tunnelblick und dann reagieren wir aus dem Stamm immer raus, so oder so. Ja, und je mehr wir uns aber mit dieser Wunde beschäftigen, nämlich dieses, und das ist die Einladung an dich, den kleinen Thoralf mal kennenzulernen, wirklich kennenzulernen, wie er sich damals gefühlt hat und ihn in den Arm zu nehmen und ihm sagen, du hast es wunderbar gemacht und bist ein wunderbarer Junge und ich liebe dich und du kriegst die Aufmerksamkeit, die du damals vermisst hast, von mir. Und dann mit deinem Vater über diesen Prozess erstmal alles auszusprechen, was dieser Kleine noch zu sagen hat, es rauszuschreiben, alles aufzuschreiben, alle Vorwürfe, es aufs Blatt Papier zu kotzen, auf gut Deutsch, weil wenn wir das schönreden mit, ja, ich vergebe dir, das ist keine Vergebung. Vergebung bedeutet, erstmal überhaupt alles rausholen, was da an Vorwürfen ist, die der Kleine noch hat, nämlich damals hat es erlebt. Und dann wirst du merken, je mehr du dich dort hineingibst, ist Vergebung erst möglich. Erst wenn die Wut gefühlt ist, ist Vergebung möglich. Und erst wenn der Hass gefühlt ist, diese Ohnmacht von dir damals gefühlt ist, du konntest nichts tun, vielleicht hilft dir das ein bisschen in die Richtung, da weiterzugehen. Dass du dich gezeigt hast mit dem Thema. Das Letzte, was ich eben dazu sagen möchte, ist diese Ungerechtigkeit, weil das, was mich gar nicht mal so, die Schläge als solches, das war, ist gar nicht so das Entscheidende, sondern dass ich die Schläge bekommen habe, weil ich einfach mal Kind war und aus dem Kind heraus Dinge getan, die ein Kind macht. Spielen, toben, rumtollen und darf dann die Strafe bekommen zu haben, wo ich das Gleiche gesehen habe. Das Kind hat nichts gemacht, das hat einfach nur, war Kind. Und dafür dann... Aber jetzt bist du genau in dem Prozess drin. Genau da, jetzt zu gucken, nicht bei dem Kind, sondern da, wo du warst. Und du bist gerade mittendrin. Merkst du, dass du da... Ich bin ja schon seit Längerem auch auf dem Weg. Also es ist ja auch nichts ganz Neues für mich. Aber es ist natürlich ein langer Weg und ein beschwerlicher Weg. Und manchmal fällt man auch wieder zurück. Und gerade in so einer Situation, wo es dann eben völlig unvermittelt eintrifft, dann ist es noch auch schwer für mich. In anderen Situationen habe ich dann auch schon relativ adäquat. Dann, aber in dem Moment war es nicht. Und da ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aber das stimmt. Ihr habt recht, da habe ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu tun, als ich vielleicht selbst gedacht habe. Du hast vielen, vielen geholfen, weil ich glaube, es gibt einige, die hier sitzen, die vielleicht sehr ähnlich reagiert hätten wie du und sich genauso ohnmächtig und hilflos gefühlt hätten, dass Angriff das einzige Mittel gewesen wäre. Und ich glaube, ja, du hast vielen einfach ein Thema geschenkt, wo sie sich, ja, wo wir einfach vielleicht ein bisschen eine Richtung, ich hoffe, eine Idee geben können. Danke dir, Thoralf. Ich hoffe. Ich danke euch. Danke. Okay. Und wie ihr wisst, mach du. Und jetzt kommt unser Ende vom Podcast. Wir haben ja immer ein wunderbares Outro, das wir jetzt auch noch sagen. Das heißt nämlich dann, Thoralf, jedes Mal, wenn du dein Strahlen in die Welt bringst, machst du die Welt ein bisschen heller. Also, wenn du Licht in dieses Dunkel bringst bei dir, wirst du die Welt ein Stückchen heller machen. Wenn du Menschen unterstützt auf eine Art, die nicht im Kampf ist, sondern im Bewusstsein, wirst du die Welt ein Stückchen heller machen. Und das wünschen wir uns alle. Danke, dass du Vielen da warst. Dank. Ich danke euch. Dankeschön.